Hallo Nathalie. Hallo. Strahlst. Endlich bin ich dran, hast du gedacht, oder? Erzähl ein bisschen was von dir. Ja, also ich heiße Nathalie, ich komme aus Österreich, bin 25 Jahre alt und ja, bin beruflich gelernte pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin. Hab dann aber so ein bisschen. Was macht man da? Steht man in der Apotheke? Ne? Auch, ja. Ja. Was machst du denn sonst so für Hobbys? So? Ja, das Spannendste ist eigentlich das Singen in meinem Leben, so für meine Umgebung, für meine Familie. Bei wem singst du da so? Ich habe immer wieder so kleine Konzerte und ja, so eher heimelig, so bei mir zu Hause im kleinen Kreis oder in meinem Ort. Schön. Was singst du für uns heute? There You'll Be von Faith Hill. Okay, schon lange nicht mehr gehört. Danke. Okay. Wie das schon anfängt, mit den Geigen. Ne? Schöner Song. Dramatik. When I think back on these times and the dreams we left behind, I'll be glad 'cause I was blessed to get to have you in my life. When I look back on these days, I look and see your face. You were right there for me. Dreams, I'll always see you soar above the sky. In my heart, there'll always be a place for you for all my life. I'll keep a part of you with me, and everywhere I am, there you'll be. And everywhere. Will you show me how it feels to fill the sky within my reach? And I always will remember all the strength you gave to me. Your love made me make it true. Oh, I owe so much to you. You were right there for me. Ja, du siehst so aus, als wenn du aus so einer anderen Zeit kommst. Weil ich fand früher die Filme eben auch viel emotionaler, viel, weißt du, so es ging einem so ans Herz. Heute habe ich immer so, wenn ich mir die Hollywood-Filme angucke, das Gefühl, die sind alle nur noch auf Drogen, ja. Also damals, das war alles so für mich jetzt so harmonisch und so. Wow, und irgendwie so geil, ja. Und jetzt ist alles so überall, man denkt nur, wow, Gott, was ist hier los, ja? Mhm. CO2 und Brexit und ich weiß, überall ist die Scheiße nur am Kochen. Und wenn da so ein kleines, blondes Mädchen kommt und dann so, das ist geil. Das ist so, es gibt ja doch noch Engel, es gibt nur schöne Melodien. Und ja, und Engel hält man ja fest, ja, damit sie nicht wegfliegen. Und deshalb kriegst du von mir natürlich ein Ja, damit du nicht wegflatterst und bei DSDS bleibst. Juhu. Aber um hier zu bleiben, ist ganz wichtig, dass man auch den Song durchzieht. Weil du hast gut angefangen, wurdest aber dann immer schwächer. Die Konkurrenz schläft nicht, glaub mir. Ja, aber ich meine so dieses ganze Ding. Das ganze Ding, ja, aber trotzdem. Das ist schon ganz gut. Trotzdem so. Muss man ihr das auch sagen, sonst, ja, sonst geht's dann zu Ende. Danke. Ja, also das ganze Ding haben gerade die Jungs schon angesprochen. Du bist eine wunderschöne Frau, strahlst richtig schön, als würde die Sonne aufgehen, wenn du hier reinkommst. Und mir gefällt, dass du noch so altmodisch, im guten Sinne altmodische Frau bist. Weißt du, nicht dieser, ja, Rabauke, du weißt, was ich meine. Man muss auch nicht immer diese
übermoderne Bild von Frau abgeben, weil wir sind Frauen und können auch ruhig so das altmodische Bild abgeben, weil es genauso schön ist oder noch schöner. Ja. Finde ich toll. Danke. Gib dir auch ein Ja. Ich will noch ein bisschen mehr in deinen Bann gezogen werden. Gut. Super. Viermal Ja. Danke. Alles gut. Ich meine, du kannst ja wirklich diese großen, alten, tollen, schönen Songs singen, die es früher gegeben hat. Singt ja sonst keiner. Ja. Tschüss. Ciao. Nathalie hat abgeliefert wie in guten, alten Zeiten. Bravo. Nathalie ist eine Süße. Ich glaube, die kann sich steigern. Und ich glaube, sie kann einfach anhand ihrer Persönlichkeit hier ganz weit kommen. Ich habe mich wohl gefühlt. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich so richtig wohl gefühlt. Beim Singen, voll komisch. Von Frau zu Frau, Nathalie ist einfach mal was ganz anderes. Sie ist noch so eine elegante, süße, hübsche, grazile Frau. Ich sehe sie auch ganz kontrastvoll zu anderen Kandidaten, die wir jetzt schon haben. Deshalb hat mir sehr gut gefallen.